Ja, herzlich willkommen, liebe Geschwister, bei einem neuen Video. Diesmal habe ich Achim Klein zu Gast. Ich wünsche euch den Frieden und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Heute haben wir eine Sendung vor über das Thema Wiedergeburt Jerusalems und die Vorentrückung wollen wir auch noch etwas ansprechen. Für alle, die den Bruder noch nicht kennen, beziehungsweise auch mich vielleicht, das Video wird auf beiden Kanälen von uns erscheinen und ich werde auch den Kanal vom Bruder verlinken, gleich im Titel. Da müsst ihr einfach nur drauf tippen und da seid ihr direkt auf seinem Kanal und könnt euch dort alles anhören vom Bruder. Und der Bruder hat ein sehr interessantes Thema und zwar die Wiedergeburt Jerusalems, das für viele wahrscheinlich Neuland ist. Das möchte er uns heute präsentieren. Ich persönlich kenne seine Videos mittlerweile seit ungefähr einem Jahr und bin durch einen Kommentar von einem Zuseher darauf aufmerksam geworden, auf seinen Kanal. Ich kann sehr vieles teilen, sehr viele Meinungen, Auslegungen. Ich gehe da eigentlich bei fast allem mit. Das Thema Wiedergeburt Jerusalems ist das Expertengebiet vom Bruder Achim. Das ist für mich wiederum neues Gebiet. Deshalb wird er derjenige sein, der heute das, sage ich mal, für uns alle ein bisschen aufarbeiten wird, uns das präsentieren wird. Ich werde vielleicht hier und da ein paar Fragen stellen oder auch er mir zu diesem Thema. Aber auf jeden Fall wirst du sicher was mitnehmen können von dieser Sendung. Und das Thema Vorentrückung, das ist schon auch ein Thema, wo ich mich sehr viel mit befasst habe. Auch der Bruder, wir sind da auch derselben Meinung, beziehungsweise haben dieselbe Auslegung und werden das auch noch gegen Ende dann ansprechen. Aber an der Stelle würde ich sagen, vielleicht stellen wir uns einfach mal beide kurz vor. Bruder, wie geht's dir? Und ja, wer bist du vielleicht für die Zuseher von meinem Kanal, die dich noch nicht kennen? Ja, hallo Joey, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass das klappt, dass wir uns sehen hier und auch austauschen können über diese biblischen Themen. Mein Name ist Achim Klein, ich bin 60 Jahre alt, bin Architekt, verheiratet, habe 4 erwachsene Kinder, wohne in Süddeutschland und betreibe auch einen YouTube-Kanal, so wie du auch, seit einigen Jahren, wo ich biblische Themen drauf behandle, wie zum Beispiel die Wiedergeburt Jerusalems oder auch Themen über Daniel. Und ein Themenbereich, der mir auch sehr am Herzen liegt, ist Gesetz und Gnade, also die Gnade Christi zu erkennen, was erwächst daraus. Und die Stellung zum Gesetz des Mose, Gesetz Christi, Gesetz des Geistes, finde ich auch ein ganz wichtiges Thema. Habe auch ein paar Bücher geschrieben, also ich habe ein neues Handbuch zur biblischen Prophetie geschrieben. Ein Buch über Sacharja, so ein dünnes Büchlein über Sacharja, ein dünnes Büchlein über Daniel und so ein Krimi, so ein Bibelkrimi, die Akte Jerusalem, fand ich ganz spannend, weil es ja zum Teil sehr ausgedehnte Themen sind in der Bibel, wenn man das vielleicht mit einer Kriminalgeschichte ein bisschen in Verbindung bringt, da fängt jemand an, also er wird gläubig, fängt an, die Bibel zu lesen, hat Fragen dazu, die er nicht beantwortet bekommt und dann macht er sich selber auf die Suche und schreibt die dann in seinen Computer und dann kommen die Geheimdienste und scannen seinen Rechner, ja, so ein bisschen spannende Geschichte. Und bin seit 35 Jahren gläubig, war auch Ältester lange Zeit in der Gemeinde, habe getauft und getraut und beerdigt und bin ein begeisterter Bibelleser und ein Nachfolger Jesu Christi. Ja. Ich glaube, allem, was geschrieben steht, ja, so wie du auch. Amen, so ist es. Ja. Ja, jetzt musst du noch ein paar Worte zu dir verlieren auch, ja? Genau. Ja, sei so lieb. Also die meisten nennen mich Joey und das ist mein Spitzname. Ich bin 25 Jahre alt, bin auch verheiratet, habe einen sehr jungen Sohn und mache auch YouTube-Videos, bin auf Social Media aktiv. Ansonsten habe ich einen normalen 40-Stunden-Job, bin da auch berufstätig und ja. Das heißt, eigentlich habe ich 3 Jobs, also den Vollzeitjob, dann mache ich Social Media. Und auch eine christliche Modemarke habe ich gestartet. Das heißt, das ist so mein Arbeitsfeld. Und ich liebe auch den Herrn, ich liebe die Bibel. Ich bin auf jeden Fall nicht so lange im Glauben wie der Bruder. Erst seit 4 Jahren kenne ich den Herrn. Bei mir ist es eine bisschen längere Geschichte, aber ich versuche es kurz zu fassen. Und zwar, meine Mutter hatte, sage ich mal, ein bisschen einen Glauben an Jesus, aber ist jetzt nicht gläubig. Und mit ungefähr 10 bis 13 Jahren hat sie mir Jesus so ein bisschen nahegebracht und da fand ich Jesus ganz interessant, habe mich sogar konfirmieren lassen, aber hatte ansonsten keine Ahnung von der Bibel und auch scheinbar wirklich keinen Glauben, weil ich mich ab diesem Zeitpunkt gar nicht mehr irgendwie an weder Jesus noch die Bibel so erinnern kann.
Dann kam die Schule und die Pubertät und da war dann gar nichts mehr von Jesus. Aber dem Herrn sei Dank habe ich dann mit ungefähr 21, 20, 21 herum zum Herrn gefunden, auch durchs Internet, durch YouTube, durch einen YouTuber. Und dementsprechend, ja, ist, denke ich, ich denke, Bruder, da stimmst du auch mit überein, YouTube sehr wichtig, um Menschen zu erreichen, um das Evangelium zu verkünden. Es hat auch bei mir so funktioniert und ich bin so zum Glauben gekommen. Ja, so viel zu mir eigentlich. Ja, schön, schön. Ja, stimmt. Also ich sehe YouTube auch als durchaus als ein Segen an die ganzen sozialen Medien. Ja, man kann die natürlich für gute und für schlechte Sachen verwenden, ja. Aber soweit wir können und die Zeit noch da ist, nutzen wir das fürs Evangelium. Und dann ist das hier schon eine gute Sache auch, ja. Man würde kaum so viele Menschen erreichen jetzt, wenn man persönlich unterwegs wäre irgendwo. Ja. Auf jeden Fall. Ja, Bruder, ich würde sagen, gehen wir direkt ins Thema über, und zwar die Okay. Wiedergeburt Jerusalems. Wahrscheinlich haben die meisten davon noch nichts gehört, hören das zum ersten Mal. Ich würde sagen, du bist, ich will nicht, ja, oh, doch, du bist Experte in diesem Gebiet. Ist das so? Ich habe gesehen, du hast da Videos schon vor 5, 6 Jahren, und wahrscheinlich bist du schon seit sehr vielen Jahren am Forschen und Ausarbeiten von diesem Thema. Du hast sehr gute Verse, Begründungen, Argumente, und ich würde sagen, ich übergebe einfach mal dir das Wort. Was bedeutet die Wiedergeburt Jerusalems, beziehungsweise wie können wir das am besten verstehen und um was geht es dabei? Also ich arbeite daran oder weiß davon seit über 30 Jahren eigentlich schon. Ich habe aber erst vor, ich glaube, seit 6 Jahren, 6,5 Jahren angefangen, das eben im Internet auch zu behandeln. Aber es ist zumindest nicht so, als ob mir das irgendwo mal als Gedanke gekommen ist und ich dann gedacht habe, komm, ich mache mal ein Video dazu. Sondern ich habe da tatsächlich also über ein Vierteljahrhundert dran rumgearbeitet, rumgezweifelt, rumgeforscht und auch versucht, das in der Bibel zu belegen. Und ich bin immer wieder auf dieses Thema gestoßen. Mein Schwiegervater hat zu mir gesagt, man muss mit so Themen vorsichtig sein. Und da hat er recht, ja. Aber ich habe zu ihm gesagt, also ein Vierteljahrhundert nachdenken, reicht das? Ich denke schon. Und dann habe ich dann im Glauben damit auch angefangen. Der Gedanke ist eigentlich ganz einfach. Die Gemeinde Jesu, die hat in Jerusalem begonnen, vor 2000 Jahren zu Pfingsten. Und ist von da aus dann praktisch in die ganze Welt gegangen. Das Evangelium ist von Jerusalem nach Samaria und von Samaria durch den Paulus und durch die Apostel bis nach Europa und von da aus in die ganze Welt. Das ist uns auch allen ganz gut bekannt. Der Gedanke, den ich habe, ist der, und den kann man auch in der Bibel, glaube ich, nachvollziehen, dass das Evangelium am Ende der Gemeindezeit wieder nach Hause geht. Das kehrt wieder heim. Und zwar dahin, wo es hergekommen ist, nämlich nach Jerusalem. Heißt, dass die Stadt Jerusalem an einem Tag zum Glauben an Jesus Christus findet. Ja, wahrscheinlich werden dann nur Juden in der Stadt sein, die dann sich zum Messias Jesus bekehren, ja, so wie wir Christus Jesus sagen, so sagen die Messias Jesus. Das wird keine prozesshafte Sache sein, sondern das wird tatsächlich katastrophisch an einem Tag passieren, weil ich glaube, dass die Stadt Jerusalem in der Zeit auch angegriffen und belagert wird. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Jesus spricht da auch immer wieder von. Dann würde die Gemeinde Jesu begonnen haben in Jerusalem, wäre danach zu den Völkern der Welt gegangen und am Ende der Zeit kehrt das Evangelium wieder heim nach Jerusalem. Ja, dann hätte man Jerusalem, Völker der Welt und am Ende wieder Jerusalem. Und so was Ähnliches sieht auch Sacharja mal in einem seiner Nachtgesichte. Ja, der sieht einen Ölbaum, einen Leuchter und einen Ölbaum. Und dann fragt er den Engel, was ist das? Und der Engel sagt, das wird nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Und ich glaube, dass Sacharja da die Gemeinde Jesu sieht. Und die besteht aus Juden, aus Heiden und aus Juden. Ja? Das ist die Gemeinde Jesu. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kommt man überhaupt auf so einen Gedanken, ja? Dass Jerusalem wiedergeboren wird? Und dass die Ausgangsbibelstelle, die ich dazu habe, das ist Johannes 3. In Johannes 3 kommt Nikodemus zu Jesus, ja, und beginnt mit Jesus ein Gespräch und sagt, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gesandt, denn niemand kann die Dinge tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Also Nikodemus gibt zu, dass die Pharisäer wussten, dass Jesus ein Lehrer ist von Gott gesandt. Das wussten die, weil die das gesehen haben an den Zeichen, ja. Aber die wollten ihn halt nicht, ja. So. Und dann übernimmt Jesus das Gespräch relativ schnell und sagt zu ihm, Nikodemus, wenn du nicht von neuem geboren bist, dann kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Und dann weißt du auch nicht, wer vor dir sitzt. Ja? Denn vor Nikodemus saß ja
kein Lehrer, sondern da saß Gottes Sohn. Ja? Und deswegen sagt Jesus zu ihm, du musst von neuem geboren werden, Nikodemus. Und dann sagt der Nikodemus, ja, wie soll das zugehen? Soll ich wieder in den Bauch meiner Mutter gehen und von neuem geboren werden? Ich bin ein erwachsener Mann, ja, wie stellst du dir das vor? Ich weiß nicht, wovon du redest, ja. Und dann gibt es ein zweites Thema, über das Jesus mit Nikodemus spricht, und das ist Golgatha. Ja, denn er sagt zu Nikodemus, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss das nicht. Ja? Die an den Glauben nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben, Johannes 3,16. Ja? Das heißt also, Jesus redet mit Nikodemus über zwei Themen, über die Wiedergeburt und über Golgatha. Für Golgatha gibt er ihm ein Bild aus dem Alten Testament. Er sagt dem Nikodemus, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschensohn erhöht werden. Ist dir das bekanntes Bild? Ja, ne? Oder? Dass Mose in der Wüste die Schlange erhöht? Ja, ne? Auf jeden Fall, ja. Okay, gut. Für die Wiedergeburt gibt der Nikodemus aber kein Bild aus dem Alten Testament. Aber er tadelt den Nikodemus und sagt zu dem Nikodemus, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht. Ja, das heißt also, wir haben zwei Themen, übrigens zwei heilsnotwendige Themen. Ja, also ohne Golgatha gibt es keine Erlösung und ohne persönlichen Glauben, ohne Wiedergeburt gibt es auch keine Erlösung. Also um in den Himmel zu kommen, braucht man die beiden Dinge, Golgatha und persönlichen Glauben. Ja, das heißt, Jesus redet mit Nikodemus über heilsnotwendige Sachen, nicht über irgendwelche Spezialitäten. Aber diese beiden Sachen sind eigentlich heilsnotwendig. Und wie gesagt, Jesus gibt Nikodemus für Golgatha, obwohl Nikodemus das damals nicht verstanden hat, ja. Aber Jesus gibt dem Nikodemus ein Bild aus dem Alten Testament für die Kreuzigung. Für die Wiedergeburt gibt er ihm kein Bild aus dem Alten Testament, aber er tadelt ihn, dass er davon nichts weiß. Johannes 3, Vers 10, ja. Also ich habe meinen Kindern gesagt, wenn ihr in der Schule seid, Religionsunterricht, Johannes 3, Vers 10, ist einer der wichtigsten Bibelverse. Ihr könnt den Religionslehrer fragen, was da steht. Was steht in Johannes 3, Vers 10? Und wenn er es nicht weiß, dann sagt er zu ihm, du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht. Ja? Also haben sie gelacht und haben gesagt, aber nicht machen. Ja? Aber dieser Tadel, den Jesus Nikodemus gegenüber ausspricht, der setzt ja voraus, dass auch die Wiedergeburt im Alten Testament enthalten sein muss, dass die schon angekündigt sein muss. Golgatha ist ja auch schon im Alten Testament angekündigt. Ja, also wenn Isaak das Brandopferholz auf dem Berg Moria trägt, ist ein Bild auf Christus. Die Geschichte, die Lebensgeschichte von Josef ist ein Bild auf Christus, von seinen Brüdern verraten, ja, verkauft nach Ägypten, zweiter Mann im Königreich in Ägypten geworden, hat sein Volk erlöst. Ja, also das. Oder das im Alten Testament steht, verflucht ist, wer am Holze hängt. Ja? Galaterbrief zitiert Paulus diese Stelle, dass Christus gekreuzigt wurde und zu einem Fluch, zur Sünde wurde für uns. Die Schlange, die in der Wüste erhöht wurde, das sind alles Bilder für Golgatha aus dem Alten Testament. Ja? Die kennen wir auch alle, deswegen sind wir ja Christen, keine Juden, weil wir diese Stellen alle kennen aus dem Alten Testament. Die ganzen Opfervorschriften, alles spricht auf dieses Opfer Christi auch an, ja? Wo er sein Blut vergossen hat. Das heißt also, Golgatha, dass Golgatha im Alten Testament angesprochen und vorhergesagt worden ist, das kennen wir als Christen eigentlich alle. Und jetzt machen wir genau dasselbe mit dem Thema der Wiedergeburt und gehen da ins Alte Testament und suchen nach Wiedergeburt, aber finden da nichts. Ja? Jesus hat die Wiedergeburt in Johannes 3 dem Nikodemus kein alttestamentliches Bild gegeben und uns bis heute auch nicht. Ja, das heißt also, diese Frage ist immer noch offen. Ich habe während meines Glaubenslebens ganz, ganz viele Leute gefragt, wo steht im Alten Testament von der Wiedergeburt? Ja, und da waren also zum Teil auch Theologen und Doktor der Theologie dabei und auch einfache Christen. Und alle, die geantwortet haben, haben gesagt in Hesekiel. Ja, vielleicht kennst du die Stelle auch, ja, also Hesekiel 11 und Hesekiel ist das 37, ja, wird 36, Hesekiel 36, wird zweimal erwähnt. Da sagt Gott in Hesekiel 11, Vers 19, ich will euch ein einträchtiges Herz geben und einen neuen Geist in euch geben. Das ist Hesekiel 11, Vers 19, ja, wenn es jemand aufschlagen will.
und will das steinerne Herz wegnehmen aus eurem Leib und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, das heißt also, Gott sagt zu Israel, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Ja, genau dieselbe Formulierung findet man auch in Hesekiel 36. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das heißt also, alle, die ich gefragt habe, wo ist die Wiedergeburt im Alten Testament, haben diese beiden Bibelstellen zitiert. Ja, manche haben gesagt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber alle, die irgendeine Aussage dazu gemacht haben, haben Hesekiel 11 und Hesekiel 36 zitiert. Wenn man jetzt genau hinhört, dann sagt Jesus zu Nikodemus aber nicht, Nikodemus, du brauchst ein neues Herz und einen neuen Geist. Ja? Sondern Jesus sagt zu Nikodemus, du musst ganz von Neuem geboren werden. Hätte Jesus zu Nikodemus gesagt, du brauchst ein neues Herz und einen neuen Geist, dann hätte Nikodemus wahrscheinlich Hesekiel 11 zitiert und Hesekiel 36. Warum? Weil Nikodemus der Lehrer Israels war. Und weil Nikodemus aller Wahrscheinlichkeit nach das ganze Alte Testament auswendig konnte. Dagegen sind wir Stümper mit unserer Bibelkenntnis, egal wen man heute fragt. Ja? Diese Leute konnten ganze Bücher der Bibel auswendig. Und wenn Jesus zu Nikodemus gesagt hätte, du brauchst ein neues Herz, Nikodemus, und einen neuen Geist, dann wäre Nikodemus Hesekiel eingefallen. Aber das tut Jesus nicht. Jesus macht was ganz anderes. Jesus sagt zu Nikodemus, du musst ganz von Neuem geboren werden. Ja, und das hat Nikodemus auch insofern verstanden, dass er sagt, ja, soll ich wieder in den Leib meiner Mutter gehen und von Neuem geboren werden. Ja? Was ich damit sagen will, ist, diese Bibelstelle hier in Hesekiel 11 und Hesekiel 36, die spricht zwar von Herztransplantation und Geistesgabe, aber nicht von Geburt. Ja? Man kann natürlich sagen, wenn jemand im neutestamentlichen Sinn ein neues Herz bekommen hat und wenn jemand im neutestamentlichen Sinn Gottes Geist bekommen hat, dann ist er Christ, dann ist er gläubig, dann ist er auch wiedergeboren. Keine Frage. Ja? Aber im engeren Sinn hat Jesus nicht nach Hesekiel 11 und nach Hesekiel 36 gefragt, sondern er überfordert Nikodemus bewusst, ja, weil Nikodemus kommt und sagt, wir wissen, du bist. Und Jesus sagt, wenn du sagst, du weißt, dann lass uns über mein Wort sprechen. Und dann fordert er Nikodemus heraus und auch uns bis heute, ja, und fragt auch uns heute noch, wo ist die Wiedergeburt im Alten Testament? Deswegen, also seit über 30 Jahren frage ich die Christen danach und alle sagen mir Hesekiel 11 oder Hesekiel 36. Ja? Ein Bibellehrer hat eine andere Stelle genannt, aber die Jesaja 66, aber das führt jetzt zu weit. Ja? Meine Überlegung ist die, wenn man im Alten Testament nach Golgatha sucht, mit einer Konkordanz oder mit einem PC, mit einem Programm und gibt da Golgatha ein, dann findet man das nur im Neuen Testament. Ja? Finden wir Bilder auf Golgatha, die der Auslegung bedürfen. Und genauso ist es mit der Wiedergeburt. Ja? Wenn wir Wiedergeburt eingeben in ein PC-Programm, dann finden wir nur Stellen im Neuen Testament. Im Alten Testament gibt es aber Bilder dafür. Und zwar sehr viel mehr Bilder, als man vielleicht zu Beginn glauben würde. Und vielleicht können wir eine Stelle mal aufschlagen. In 2. Könige 19. Da ist so eine Bibelstelle zu finden. Und die ist so seltsam. Ich habe auch Rabbiner danach gefragt, zum Beispiel, die ich dann und wann getroffen habe, ob sie mir diese Bibelstelle erklären können. Und die haben da auch gesagt, sie sind zwar Rabbiner, aber sie praktizieren nicht. Ja? Also sie haben das dann abgelehnt, da sich zu äußern. So, ich lese den Vers mal kurz vor, ohne den Zusammenhang. 2. Könige 19, Vers 3. Da spricht der König Hiskia. Oder die Boten von Hiskia überliefern an den Prophet Jesaja einen Satz von Hiskia. Ja? Und sie sprachen zu ihm, so sagt Hiskia, das ist ein Tag der Not, des Scheltens und Lästerns. Die Kinder sind gekommen an die Geburt und es ist keine Kraft da zu gebären. Das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz seltsamer Bibeltext. Der passt auch nicht in den Zusammenhang. Was war da passiert zu der Zeit?
Jerusalem war isoliert. Juda und auch Ephraim, der Norden Israels, war komplett von den Assyrern überrannt worden und erobert worden. Und die Stadt Jerusalem war ganz allein übrig. Und dann kommt der Rabschake, sagt die Bibel, der oberste Feldherr des Königs von Assyrien, und setzt sich mit seinen Soldaten vor die Stadt und ruft eine nervenzerfetzende Rede in die Stadt rein und sagt: Gebt auf, euer König Hiskia betrügt euch. Ich bin von Gott gesandt. Kommt zu mir und dann habt ihr Frieden. Warum wollt ihr euch so in eurer Stadt verschanzen? Ich werde euch sowieso alle umbringen, wenn ihr nicht aufgebt. Ja, eine ganz, ganz schreckliche Rede, die er dort hält. Sehr, sehr kluge Rede, aber sehr brutale Rede. 2. Könige 18, ja. Und dann gehen die Boten von Hiskia, der Eliakim und der Schebna, die gehen zu dem Prophet Jesaja und richten ihm aus, dass der Hiskia sagt: Das ist ein Tag der Not, des Scheltens und Lästerns, weil die Assyrer vor der Stadt stehen und die Stadt erobern wollen. Die Kinder sind gekommen an die Geburt. Das finde ich seltsam, ja. Hätte Hiskia gebetet: Herr, hilf uns, morgen sind wir alle tot, das hätte ich verstehen können. Ja? Da stehen 185.000 Soldaten, alle ausgebildete, kampferprobte Leute, vor der isolierten, allein übrig gebliebenen Stadt Jerusalem. Und es gab keine, menschlich gesehen, keine Möglichkeit, dass man gerettet wird. Und Hiskia betet zu Gott, und erstaunlicherweise hat Hiskia ein Problem damit, dass Kinder nicht geboren werden können. Das macht überhaupt keinen Sinn in dem Zusammenhang. Ja? Es würde Sinn machen, wenn man sagen würde: Herr, hilf uns, morgen sind wir alle tot. Die Assyrer gehen ganz schrecklich mit ihren Feinden um. Das hätte ich verstehen können. Ja? Aber dass der Hiskia ein Problem hat damit, dass Kinder nicht geboren werden können in so einer Situation, das macht keinen Sinn. Man findet viele Erklärungen dazu, aber ich finde, die sind nicht stichhaltig. Was ist das hier für eine Bibelstelle? Ja? Wenn man sich ein bisschen in der Bibel auskennt, dann sieht man, dass Jerusalem, oder ich muss sagen, dass immer wenn Jerusalem belagert wurde von einem fremden Heer, dann haben die Propheten und die Könige davon gesprochen, als ob die Tochter Zion in Geburtswehen ist und kurz davor ist zu gebären. Ja, es gab die assyrische Belagerung hier in 2. Könige. Es gab die babylonische Belagerung durch Nebukadnezar und es gab noch eine dritte Belagerung, die jetzt nichts zur Sache tut. Aber jedes Mal, wenn die Tochter Zion von einem fremden Heer belagert wurde, dann haben die Propheten und die Könige prophetisch gesprochen, in prophetischer Rede, als ob die Tochter Zion in Geburtswehen kommt. Also die haben die Angst der Belagerten mit einer Frau verglichen, die in Wehen kommt. Ja, und da fängt es schon langsam an und klingelt ein bisschen, weil Jesus spricht für die Endzeit ja auch von Wehen. Ja, Jesus sagt, es wird schlimme Zeit kommen, ja, Erdbeben und Seuchen und Kriege und Kriegsgerüchte. Das alles ist der Anfang der Odinei, der Wehen. Also Jesus spricht für die Endzeit auch wieder von Wehen. Und hier bei den Belagerungen Jerusalems im Alten Testament spricht der Hiskia jetzt, und wir schauen uns gleich noch eine Stelle auch an in Jeremia, sprechen davon, als ob Jerusalem in Wehen kommt und kurz davor ist, geboren zu werden. Ja? Wir kommen gleich nochmal zu dieser Stelle 2. Könige 19 zurück. Und ich schlage vor, wir springen mal zu Jeremia und schauen uns da nochmal ein paar Stellen an. Nur, dass ihr seht, das ist nicht die einzige Bibelstelle im Alten Testament, die davon spricht, sondern da gibt es mehrere Stellen von zum Beispiel Jeremia 4, Vers 31. Da steht, da ist Jerusalem ist belagert von den Babyloniern, 170 Jahre später. Jeremia ist dort in der Stadt drin und die Babylonier stehen vor der Stadt und belagern Jerusalem. Und dann steht in Jeremia: Ich höre ein Geschrei als einer Gebärerin, eine Angst als einer, die in ersten Kindsnöten ist, ein Geschrei der Tochter Zion, die da klagt und die Hände auswirft: Ach, wehe mir, ich muss schier vergehen vor den Würgern. Das ist altes Lutherdeutsch, ja, ich habe die alte Lutherbibel noch.
Aber man sieht schon, bei der Belagerung durch die Babylonier geschieht dasselbe. Jeremia weissagt davon in einem prophetischen Bild, als ob die Tochter Zion in Geburtswehen liegt. Ja, kurz davor ist zu gebären, in Wehen kommt. Und diese Wehen sind die Angst der Belagerten, die Angst haben davor, ihr Leben zu verlieren. Noch eine Stelle, und dann müssen wir nochmal rekapitulieren bei dem, was wir uns jetzt alles angeschaut haben. Und zwar, ja? Kann ich sagen, tut mir leid, dass ich ins Wort falle, aber vielleicht nur, ich höre gerade mich doppelt. Ja. Das war vorher nicht so, ich weiß gerade nicht. Ah, jetzt ist es weg. Okay, sehr gut. Okay. Und zwar, dass du vielleicht nur für die Zuseher kurz erklärst, was das bedeutet, beziehungsweise, also nur ganz kurz zusammengefasst, auf worauf das Auswirkungen hatte, Wiedergeburt Jerusalems. Vielleicht denken sich manche, okay, Wiedergeburt, aber was hat das für Auswirkungen, beziehungsweise was sind die Konsequenzen davon? Nur kurz, bevor wir dann zu den weiteren Versen gehen. Ja, also die Konsequenz daraus ist die, dass ich glaube, dass in diesen alttestamentlichen Bildern, ich sag mal etwas verkürzt, Pfingsten vorhergesagt wird und auch nochmal eine endzeitliche Geburt Jerusalems, Wiedergeburt Jerusalems. Ist das ungefähr die Antwort auf das, was du gefragt hast? Ja, auf jeden Fall. Und wie sieht es dann zum Beispiel aus mit dem Thema, also das ist nur kurz jetzt, wir werden später darauf eingehen, noch näher, aber mit dem Thema Entrückung, Vorentrückung, und das Thema Wiedergeburt, hat das irgendwie eine Verknüpfung? Ja, hat es schon. Ja. Würde ich gerne ein bisschen später noch drauf eingehen, vielleicht wenn wir die Sache ein bisschen abgeschlossen haben. Ja. Aber da kommen wir unweigerlich irgendwie auch drauf zu sprechen. Ich will es auch nicht zu weit ausdehnen. Der Punkt ist, der im Alten Testament wird uns vorhergesagt, dass die Stadt Jerusalem, die Tochter Zion, gebiert. Ja? Und zwar zu Pfingsten vor 2000 Jahren und auch nochmal in der Endzeit. In der Zwischenzeit, also du und ich, wir sind natürlich zum Glauben gekommen, ohne dass uns Babylonier vor der Türe unsere Wohnung belagert hätten, ja? Oder Assyrer unsere Stadt belagert hätten, sondern wir sind zum Glauben gekommen, vielleicht auch durch eine gewisse Not, ja, durch ein gewisses Suchen nach Hoffnung, nach Sinn, nach Wahrheit, nach Vergebung der Schuld. Aber das, was wir als Christen aus den Nationen als Wiedergeburt erleben, das ist individuell, sehr persönlich, sehr privat zwischen Jesus und uns. Ja? Aber der Beginn der Gemeinde Jesu war zu Pfingsten und da sind an einem Tag in Jerusalem 3000 Menschen zum Glauben gekommen. Und ich glaube, dass in der letzten Zeit wieder in Jerusalem wieder tausende Menschen zum Glauben kommen, wenn die Tochter Zion diese Geburtswehen erlebt, die sie im Alten Testament beschrieben hat. Ist ein bisschen schwierig vielleicht der Gedanke, ja? Und vielleicht auch etwas neu. Auf jeden Fall. Also ich will es nur für alle Zuseher nochmal sagen, das Thema, was wir gerade behandeln, das hat sehr viele, sehr große Auswirkungen auf allgemein, sage ich mal, das Bibelverständnis und vor allem, was die Endzeit betrifft. Also vielleicht, wenn du gerade zuhörst und dir das einfach irgendwie zu viel ist und du nicht genau verstehst, warum das jetzt für dich interessant sein sollte oder was das für Konsequenzen und Auswirkungen hat, bitte bleib dran. Geduld auf jeden Fall. Und es ist auf jeden Fall schwer und es ist ein Thema, das nicht einfach ist. Da geht es wirklich sehr tief rein in die Materie. Aber hab noch Geduld und hör bis zum Schluss, weil wir werden dann später darauf eingehen, was es eben dann für Auswirkungen hat und für Konsequenzen allgemein auf das Verständnis der Endzeit, ja, also noch ein bisschen unbedingt sehr aufmerksam zuhören und dranbleiben. Und damit übergebe ich wieder an dich, Achim. Und danke schon mal bis dahin. Ja, gerne. Wenn man das rekapituliert, was wir jetzt gemacht haben, ja, Nikodemus kommt zu Jesus und Jesus übernimmt das Gespräch. Und sagt zu ihm, Nikodemus, du musst von neuem geboren werden und des Menschensohn muss erhöht werden. Ja? Also Jesus spricht von der Wiedergeburt und von Golgatha zu Nikodemus. Beides sind Glaubensinhalte, die wir heute brauchen für unseren persönlichen Glauben. Jesus gestorben und auferstanden für unsere Schuld. Ja? Und wir selber glauben an diese Tatsache von Golgatha, Wiedergeburt. Diese beiden Themen findet man beide im Alten Testament.
Das erste Thema Golgatha im Alten Testament, das ist vielen von uns geläufig. Das ist uns bekannt. Ich habe ja eben Beispiele dafür auch aufgezählt. Dass die Wiedergeburt im Alten Testament auch vorhanden ist, ist für viele neu und ungewohnt. Ja, das kann man sich erstmal nicht vorstellen, aber dadurch, dass Jesus Nikodemus tadelt, sieht man schon, dass es im Alten Testament enthalten sein muss, denn es war die einzige Quelle, die Nikodemus hatte, um von der Wiedergeburt zu wissen. Übrigens auch von Golgatha. Ja. Wenn man dann im Alten Testament nach Stellen für Golgatha sucht, dann findet man 5, 6, 7, 8 Stellen, 10 Stellen, Opfervorschriften und so weiter. Das ist alles Handgepäck für uns. Wenn man nach der Wiedergeburt im Alten Testament sucht, dann findet man erstmal nichts. Ja? Und auch auf Nachfrage sagen viele, ja, Hesekiel, aber das ist die einzige Stelle, die sie kennen. Wenn man etwas tiefer in die Bibel reinschaut, sieht man plötzlich, immer wenn Jerusalem belagert wurde, sagen die Propheten, das ist jetzt so, als ob die Tochter Zion in Geburtswehen kommt. Ja? Und man findet das mehrfach im Alten Testament, also sicher 20, 25 Stellen von diesen Bildern. Ja? Die Frage ist nur, hat das Bezug auch auf Pfingsten und hat das auch Bezug auf die Endzeit, ja, auf die Gemeindezeit? Wenn man dazu Micha aufschlägt, den Propheten Micha, Kapitel 5, dann steht da was Interessantes. Moment, muss ich ja aufschlagen. Die Stelle ist auch bekannt, die wird meistens auch zu Weihnachten gelesen. Da steht nämlich Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei. Jesus. Ja? Jesus kommt aus Bethlehem. Welches Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Also eine Prophetie auf Jesus in Micha im Alten Testament. Und jetzt geht es weiter in Vers 2. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die so gebären soll, geboren habe. Wer soll gebären? Naja, Zion. Zion soll geboren werden, ja, und soll gebären. Die Tochter Zion soll gebären. Und die wird so lange geplagt, und zwar durch Belagerung und Not, bis sie geboren hat. Davon würde ich mal ableiten, dass die Tochter Zion nicht nur in Schwangerschaft oder in Belagerung kommt in der letzten Zeit, sondern auch Wiedergeburt erlebt. Und da sind wir eigentlich am Zielpunkt dessen, was ich zeigen wollte. Das würde sagen, dass Jerusalem in der Endzeit nochmal in einen Krieg verwickelt wird. Das wissen wir auch, steht in Sacharja ja auch. Ja? Dass die Stadt Jerusalem belagert wird, wie zur Zeit von Hiskia. Und dass die Stadt in dieser Belagerung zu Jesus schreit, ja, und sagt, hilf uns, Herr, wir brauchen deine Hilfe. Und dass Gott dieser Stadt Jerusalem am Ende der Zeit Gnade schenkt und die zum Glauben an Jesus kommen. Ich denke, dass wenn Israel in diesen Krieg kommt und Jerusalem belagert wird, dass die meisten die Stadt verlassen werden. Jerusalem hat heute 1 Million Einwohner, ja, die meisten werden gehen. Die, die Geld haben, werden fliehen. Die Araber werden fliehen, die Missionare werden fliehen, die Missionsgesellschaften holen die alle nach Hause. Und in Jerusalem bleibt nur ein kleiner Überrest an Juden übrig, die sonst nicht wissen, wohin. Ja, und das sind vielleicht nur wenige Tausend. Und die beten zu Gott um Hilfe. Und Gott gießt seinen Geist auf sie aus, weil die Stadt ist dann in Wehen, ja, die ist dann belagert, die ist unter Druck, wie im Alten Testament, wie bei Jeremia, wie bei Hiskia. Und dann kommen die an einem Tag zum Glauben an Jesus Christus. Und die Nachrichten, also ARD und ZDF, die melden dann im Nahen Osten, in Israel, hat es im Zuge der kriegerischen Ereignisse eine religiöse Rückbesinnung gegeben. In Jerusalem sind die jüdischen Rabbiner zum Glauben. Wir werden die davon nicht verstehen und auch nicht sagen können. Ja? Aber wir wissen, dass dann eine alttestamentliche Prophezeiung eingetreten ist, dass nämlich die Tochter Zion in Wehen gekommen ist und geboren hat, Wiedergeburt erlebt hat in der Endzeit. Ja, das wäre so ganz grob mal der, ich weiß, das ist super schwer nachzuvollziehen,
Aber ungefähr so schwer war es auch damals nachzuvollziehen, dass Jesus der Christus war. Ja? Das haben die Apostel ja auch aus dem Alten Testament damals gezeigt. Und so ähnlich ist es auch mit der Wiedergeburt Jerusalems. Kann man das ungefähr nachvollziehen? Also ich auf jeden Fall. Und ich habe noch die weiteren Stellen und Verse. Hier vor mir noch für alle, die noch weiter nachforschen wollen, empfehle ich die Playlist. Der Bruder hat, ich glaube, es sind 40 Videos, also eine ganze Playlist zu diesem Thema. Und nehmt euch einfach die Zeit und schaut die Videos euch an auf jeden Fall. Aber ein paar Verse, die das nochmal deutlich machen. Jeremia 6, 23 bis 25, Jeremia 30, Vers 6, dann Jesaja 66, Vers 7, ja. 1. Thessalonicher 5, Vers 3 hast du auch erwähnt. Auf jeden Fall. Ein sehr, sehr starker Vers. Also, wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen einer schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ja, ja. Also, wurde das, ja? Wo du den Vers gerade ansprichst, Paulus schreibt ja auch davon, dass das Unheil sie schnell überfallen wird, wie die Wehen eine schwangere Frau. Ja? Da wird sehr, sehr viel gesagt zu dem Vers, da wird sehr viel ausgelegt auch zu. Ich bin überzeugt davon, dass wir diese Stellen, die Paulus schreibt, auch in Bezug zum Alten Testament sehen müssen. Ja, alles, was das Neue Testament schreibt, ist im Alten Testament schon drin. Alles, egal welches Thema. Es ist alles im Alten Testament schon angelegt. Und dieser Vers, 1. Thessalonicher 5, spricht meiner Meinung nach von der Wiedergeburt Jerusalems in der Endzeit. Ja. Das Unheil wird sie schnell übereilen, unerwartet. Wie die Wehen eine schwangere Frau. Wen wird das Unheil überfallen? Zion. Aber Wehen sind doch kein Unheil. Wehen tun weh, ja, aber sie kündigen ja die Geburt eines Kindes an, eines freudigen Ereignisses. Paulus sagt aber, das Unheil wird sich schnell übereilen. Warum? Weil das Unheil ist, dass Jerusalem belagert wird mit einer fremden Armee. Das ist das Unheil. Und dann kommen plötzlich diese Wehen über sie und sie werden nicht entfliehen. Ich will jetzt nicht so sehr tief in den Vers reingehen. Wo es mir drauf ankommt, ist nur, wir müssen das Alte Testament gut kennen, um das Neue Testament zu verstehen. Und dazu gehören so Verse wie 1. Thessalonicher 4 und 5 unbedingt dazu. Ich hätte da eine Frage, die ist mir jetzt gerade gekommen, und zwar in Bezug zum Antichristen. Ich glaube, da haben wir noch gar nicht uns ausgetauscht, aber wie siehst du dieses Thema Wiedergeburt Jerusalems im Bezug jetzt zum Antichristen? Spielt er da eine Rolle? Was für eine Rolle spielt er? Wer macht diesen Angriff? Und vielleicht auch nur, ich werfe es nur mal kurz rein, aber das Thema Gog und Magog, also, oder kennst du noch, oder hast du noch irgendwie andere, gibt es noch andere Stellen, Prophezeiungen, wo dieser Angriff auf Israel vielleicht angedeutet wird? Aber meine Hauptfrage ist eigentlich, wie hängt das mit dem Antichristen zusammen? Also Antichrist ist natürlich ein riesig großes Thema, ja, weil viele, viele Leute auch mit dem Antichristen so viele Assoziationen verbinden, die die Bibel nicht unbedingt sagt. Ja? Dafür sagt die Bibel andere Sachen wieder über den Antichristen. Um es ganz kurz, ganz verkürzt zu sagen, ja, glaube ich, dass dieser Angriff auf Jerusalem durch den Antichristen durchgeführt wird. Ja? Der wird dabei sein. Ja? Der wird sich wie der Drache vor die Frau stellen, Offenbarung 12, bis die Frau geboren hat. Ja? Das sind wieder Bilder von Geburt. Dieses Thema Wiedergeburt Jerusalems hat bis tief in die Offenbarung rein und tief in prophetisch-endzeitliche Dinge hat die Auswirkungen. Ja? Zum Beispiel Thema Antichrist ist eine ganz, ganz gute Frage, die du stellst. Also der wird auf jeden Fall da eine gewichtige Rolle beispielen, weil ich glaube, dass der Jerusalem angreifen wird. Und die Bibel hat diese poetisch-prophetischen Bilder. Ja? Der Drache steht vor der Frau. Das meint, der Antichrist steht vor Zion und wartet und will die verschlingen. Und diese Frau gebiert. Zion erlebt Wiedergeburt und die Wiedergeborenen müssen fliehen. Ja? Das sind Bilder, die wir nicht aus dem Kopf irgendwie füllen dürfen, sondern wir müssen die in Verbindung setzen mit dem Alten Testament, zum Beispiel mit Hiskia. Aber die Frage ist genau die richtige. Sie hat natürlich auch damit zu tun, ob deine und meine und unsere Wiedergeburt überhaupt biblisch ist. Ja, wir gehören damit zu. Ja, wir dürfen zu dieser Sache mit zugehören.
Ja, vielleicht noch ein Gedanke. Das, wovon wir sprechen für die Endzeit, diese Wiedergeburt Jerusalems in der Endzeit, die gab es ja schon mal. Die gab es ja schon mal zu Pfingsten. Ja, das ist also in dem Sinn nicht unbedingt etwas Neues, was ich sage, sondern etwas Altes. Das heißt, einen Tag, an dem in Jerusalem Wiedergeburt geschehen ist, Gemeinde Jesu geboren wurde, gab es schon mal, und zwar vor 2000 Jahren zu Pfingsten. Ja, okay. War Jerusalem da belagert? Nein. Das würde ja bedeuten, die Tochter Zion hat Geburt erlebt, ohne dass sie Wehen hatte. Ja. Kann das sein, dass eine Frau ein Kind gebiert, ohne dass sie Wehen hatte? Nein. Wer hat solches je gesehen? Wer hat solches je gehört? Kann auch ein Land oder ein Volk auf einmal geboren werden? Ja, so hat aber doch Zion geboren, ehe denn sie Wehen hatte. Ja, sie ist genesen eines Knaben, ehe denn sie Kindsnot hatte. Das ist Jesaja 66. Und das spricht von Pfingsten. Das heißt, Jesaja 66 kündigt Pfingsten an, dass nämlich die Tochter Zion geboren hat, bevor sie Geburtswehen hatte, ja, und zwar vor 2000 Jahren zu Pfingsten Wiedergeburt erlebt hat, bevor sie in Kriegsbelagerung war, ja. Das heißt, wir haben zwei Zeitpunkte, an denen Wiedergeburt in Jerusalem geschehen ist, vor 2000 Jahren zu Pfingsten ohne Belagerung, ohne Wehen und in der Endzeit mit Belagerung, mit Wehen. Und dann ist die Gemeinde Jesu fertig. Beginn in Jerusalem, Ende in Jerusalem und in der Mitte in Wien und im Schwabeländle Menschen, die an Jesus glauben. Ja? Wunderschön, wunderschön. Vielleicht nur ganz kurz, ich lese es nur ganz schnell vor aus Jesaja 66, Vers Ja. 7, für alle, die das hören Gerne, ja. wollen. Ehe sie Wehen empfand, hat sie geboren, bevor die Kindesnot sie ankam, wurde sie von einem Knaben entbunden. Also, ja, hier steht das eben. Wurde sie von einem Knaben entbunden? Wie steht es bei dir, also in deiner Elberfelder? Ja, das steht bei mir auch so. Ich würde die Betonung legen auf entbunden. Ja, das ist ein Bild für eine Geburt. Wer hat solches je gehört? Geht es dann weiter in Vers 8. Wer hat solches je gesehen? Kann auch, ehe denn ein Land die Wehen kriegt, ein Volk auf einmal geboren werden? Sagt er, nein, das geht nicht. Aber nun hat ja doch Zion ihre Kinder ohne Wehen geboren. Also Zion, Jerusalem hat Geburt erlebt. Wir reden jetzt in einem Bild, ja? Ohne belagert gewesen zu sein. Wann denn? Zu Pfingsten vor 2000 Jahren. Ja? Und wird nochmal belagert werden, wie bei Hiskia? Und wird in der Endzeit nochmal zum Glauben kommen. Wer sagt das? Jesus sagt das. Wo denn? Er sagt, in der letzten Zeit wird es Erdbeben geben und Kriege und Hungersnöte und Seuchen und Kriegsgerüchte. Das alles ist der Anfang der Geburtswehen. Warum? Weil dann die Not, die Kriege in Jerusalem kommen werden und Jerusalem belagert wird und dann wird Zion in Wehen kommen und wird gebären. Dann wird die Stadt Jerusalem an einem Tag zum Glauben an Jesus kommen. Und dann ist es nicht mehr weit, bis Jesus kommt, bis zur Entrückung. Das war ja auch noch ein Thema, was wir ansprechen wollten. Ja? Das heißt, wir hätten in der Endzeit plötzlich einen Tag, der uns bisher nicht bekannt war, einen Tag, an dem Jerusalem zum Glauben an Jesus kommt, und dann ist die Gemeinde Jesu komplett. Der Beginn in Jerusalem und das Ende in Jerusalem. Und wenn dieser Tag kommt, dann wissen wir, es ist nicht mehr weit, bis Jesus kommt, bis die Entrückung kommt. Kann man das verstehen? Jetzt versteht man langsam, wieso wir so mühsam die ganzen Bibelstellen abgeklappert haben. Ja, das war ja viel Arbeit, ja, bis wir da durch die ganzen Stellen, 2. Könige 19 und ja. Aber jetzt versteht man plötzlich, Moment mal, da gibt es einen Tag, an dem das geschieht, dass Jerusalem an Jesus glaubt. Und von da aus, glaube ich, darf man zählen, bis Jesus wiederkommt. 1260 Tage, 1290, 1335 Tage und so weiter. Bevor der Tag nicht da ist, wissen wir das nicht, wann Jesus kommt. Wenn der Tag kommt, ist das ein Fanal in der Endzeit. Bruder, ganz kurz noch. Ich habe mir gerade Gedanken gemacht über den Vers 7. Und zwar, da stand ja am Ende dann, ich bin drüber gestolpert beim Vorlesen, weil da erst steht, dann wurde sie von einem Knaben entbunden. Und ich dachte mir, warte mal, wie kann sie entbunden werden? Man entbindet doch das Kind. Ja. Aber im Nachhinein, wo ich drüber nachgedacht habe,
es macht dann eben sehr wohl so Sinn. Also Jerusalem, die Frau, ja, also für jeden, der die Bibel nicht kennt, der ist, für den ist das alles wahrscheinlich ganz, ganz schwer zu verstehen. Aber wenn du die Bibel kennst, dann weißt du, dass die Frau ein Bild für das Volk Gottes ist, in diesem Fall jetzt eben auch für Jerusalem. Und es steht ja hier, dass sie wurde von einem Knaben entbunden. Und ich habe mir gedacht, das ist irgendwie verdreht. Aber es macht Sinn, wenn zu Pfingsten Jerusalem, die Gemeinde, wie gesagt, der Heilige Geist ausgegossen, sie wurde entbunden, ja, ehe sie Wehen empfand. Also quasi, ja, die Wehen kommen am Schluss, wie der Herr Jesus ankündigt in Matthäus 24. Aber das war eine Geburt. Sie wurde entbunden von dem Knaben. Wer ist der Knabe? Jesus. Ja. Und so macht dann alles wieder Sinn. Also Jesus, ja, ist ja jetzt der Knabe. Der Herr wurde gekreuzigt. So entstand dann die Geburt, sage ich mal, Entbindung ohne Wehen zu Pfingsten. Und am Ende passiert es dann mit den Wehen. So ist es, ja. Ich wollte es nur kurz nochmal, tut mir leid, ich hab das gerade im Kopf gehabt, weil ich, das war gut. Für mich nicht logisch, aber jetzt ja, umso mehr. Okay, auf das jeden ist Fall gut. Jetzt noch. Jetzt umso mehr. Nur ganz kurz, du hast zum Schluss etwas gesagt zu dem Tag. Ab diesem Tag können wir dann die Tage zählen. Kannst du das vielleicht nochmal das kurz ausführen, nochmal für alle? Also ab dem Zeitpunkt der Wiedergeburt Jerusalems, wie siehst du das dann jetzt in Verknüpfung zur Entrückung? Also man muss natürlich sagen, für viele ist der Gedanke vielleicht jetzt komplett neu. Also die Zuschauer auf meinem Kanal kennen den Gedanken schon, weil ich da immer wieder auch von gesprochen habe. Und viele haben zuerst gesagt, Moment, das muss ich erstmal in Ruhe verarbeiten. Ja, also eine Schwester sagt zu mir, ich muss das verstoffwechseln. Das finde ich einen guten Begriff dafür. Man hört das zum ersten Mal, das ist fremd, das ist ungewohnt. Hat der Mann recht? Redet der Unsinn? Man muss das nachlesen und es dauert manchmal Wochen, bis man sich gedanklich da ein bisschen anfreundet mit diesem ganz neuen Gedanken eigentlich, ja. Aber für die, die sich vielleicht schon etwas tiefer damit beschäftigt haben, ich glaube, dass zur Vervollständigung der Gemeinde noch dieser Überrest aus Jerusalem noch fehlt. Ja? Und ich glaube, dass bis zu dem Tag, wenn dieser Überrest noch dazukommt, noch keine Entrückung gewesen ist. Warum? Naja, die Menschen, die in Jerusalem dann eingeschlossen sind, das sind wahrscheinlich nur noch orthodoxe Juden. Ja, die Missionsgesellschaften sind abgewandert, die Araber sind aus der Stadt rausgegangen, die vermögenden, ich kenne einige sehr vermögende Juden weil aus meinem beruflichen Hintergrund, ja, die fliegen jedes Wochenende nach Jerusalem, aber die sind auch ganz schnell wieder weg von Jerusalem, ja, weil die lassen sich ja da nicht belagern. Da bleibt nur ein ganz kleines, elendiges, geringes Häuflein übrig, was zu Gott schreit um Hilfe. Ja. Und die kommen zum Glauben an Jesus und die sind Gemeinde Jesu, genau wie wir auch, sogar noch mehr als wir. Wir sind nämlich nur Gnadenwahl, aber dieser Überrest hat die Verheißung im Wort Gottes. Ja? Das heißt, dieser Überrest, der in Jerusalem wiedergeboren wird, ist genauso Leibesgemeinde wie wir auch. Genauso wie die Urgemeinde in Jerusalem, Apostelgeschichte 2, zur Gemeinde Jesu dazugehörte. Ja? Die Gemeinde Jesu besteht aus Juden und Heiden gleichermaßen, da gibt es keinen Unterschied. Aber es gibt für mich nur eine Entrückung in der Bibel. Warum? Weil die Gemeinde nicht zerteilt ist. Das schreibt Paulus im 1. Korintherbrief beim Abendmahl. Das ist ein Leib, ein Kelch, ein Glaube, ein Christus, eine Gemeinde, eine Entrückung. Ja? Wenn aber der wiedergeborene Überrest in Jerusalem zur Gemeinde Jesu dazugehört, dann wird bis dahin keine Entrückung sein. Das ist für mich ein Punkt, den ich zur Entrückung vielleicht mal anmerken müsste, obwohl ich natürlich verstehe, dass für viele der Gedanke neu ist. Ja. Ansonsten, wenn du mich so ehrlich fragst, gebe ich dir auch eine ganz ehrliche Antwort. Ich sehe die Entrückung spät. Ja, ich bin ein Endzeitpessimist. Naja, nicht Pessimist, also ich glaube, das ist sogar ja, vorsichtig ausgedrückt in der heutigen Zeit und es ist ja nun mal heute so, dass die meisten an die Vorentrückung glauben und ich habe ja auch eine Debatte gehabt zu dem Thema. Du hast sie auch gesehen, dass du meintest, ich will nicht sagen,
man könnte fast sagen, es ist zu einem Dogma geworden, unter zumindest evangelikalen Christen, die Vorentrückung, die Entrückung. Und die meisten wissen halt nicht, dass diese Lehre komplett neu ist im Endeffekt. Und seit 1830 davor hat eigentlich kein Christ daran geglaubt, was erwähnt wurde. Ephrem der Syrer ist ein Pseudo. Pseudo bedeutet nicht echt, also es ist nicht authentisch. Und außerdem in dieser Stelle hat er, wenn von einer Entrückung in der Mitte gesprochen und von keiner Vorentrückung. Das heißt, die ganzen ersten Christen, auch Martin Luther und die ganzen Reformatoren, niemand hat an die Vorentrückung geglaubt. Und mit dieser Position sind wir heute, sage ich mal, nicht bei der Mehrheit, sagen wir es so. Aber auf jeden Fall finde ich es auch sehr gut und ich habe deine Videos auch dazu angesehen. Du hast auch sehr gute Argumente gebracht und ich habe zu der Debatte, zur Vorbereitung auch von deinen Videos ein paar Sachen lernen können und auch mitgenommen. Argumente, die ich sehr, sehr gut fand. Vor allem auch mit dem Ekmesos, was du meintest. Ja. Wo dann versucht wird, aus vielen Bibelstellen die Entrückung da quasi dran festzumachen. Aber das Problem ist, und da werden auch alle, die die Vorentrückung lehren, zustimmen. Und das ist Tatsache, dass in keiner einzigen Stelle in der Bibel steht, dass Christen 7 Jahre vor der Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit, wie es dann genannt wird, vorentrückt werden oder dass die Gemeinde vorentrückt wird. Das steht nirgends klar und nicht einmal ansatzweise klar, sondern es gibt Verse, wo das rein interpretiert wird, aber das heißt, wir haben keinen klaren Vers dafür, aber wir haben ganz klare Verse, die das halt widerlegen bzw. dagegen sprechen, wie zum Beispiel 2. Thessalonicher 2 und auch Apostelgeschichte. Ich lese das vielleicht nur ganz kurz vor, weil für mich ist das auch so glasklar, einfach Apostelgeschichte 1, Vers 11. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Also das sind die Jünger und sie sehen den Herrn vom Ölberg in Jerusalem in den Himmel auffahren. Und es steht hier, dass er wird genauso wiederkommen, wie sie ihn haben in den Himmel auffahren sehen. Was heißt das? Sie haben ihn sichtbar gesehen. Sie haben gesehen, wie er in den Himmel aufgenommen wurde. Wo war es? Es war auf dem Ölberg in Jerusalem. Das sind die Merkmale. Das heißt, eine heimliche Vorentrückung, wo der Herr quasi in die Wolken kommt, nur so versteckt Hallo sagt, dann einen Teil nimmt und dann wieder geht, das ist per Definition ein Kommen, weil er kommt ja in die Wolken und dann geht er aber wieder mit der Gemeinde. Das heißt, es ist ein erstes Kommen und dann wird gesagt, das muss man unterscheiden von dem Kommen in Macht und Herrlichkeit. Da hat man aber automatisch 2 Kommen. Das ist einfach nur mal Fakt und das ist einfach nur mal Tatsache. Und die Bibel sagt ganz klar, dass der Herr wiederkommen wird, so wie sie ihn haben in den Himmel auffahren sehen. Das heißt, sichtbar am Ölberg. Keine Rede von unsichtbar, geheimer Entrückung, Vorentrückung. Das wird nicht erwähnt und es wird sogar mit dieser Stelle, finde ich, ganz klar gesagt, das gibt es nicht. Und Filme auch dazu beigetragen, wie dieser Film Left Behind, der ganz, ganz groß wurde, haben Millionen Menschen gesehen. Und natürlich die Lehre wurde verbreitet durch Jonathan Darby, die Scofield Study Bible, also durch eine Studienbibel, wo dann unten das reingeschrieben wurde, als Tatsache quasi, dass da eine Vorentrückung ist. Und die Menschen haben das einfach angenommen und geglaubt. Das hat sich dann so rasant verbreitet und auch so Filme wie eben Left Behind. Aber das Wunderbare ist, an diesem Film ganz am Anfang steht, dass es eine Fiktion ist. Also dieser Film ist Fiktion, es ist keine Tatsache. Und ja, wir beide haben da dieselbe Meinung und auch Christen, die ersten Christen bis zum Jahre 1830 hatten eigentlich dieselbe Meinung und kannten eine Vorentrückung nicht, weil es auch, wie gesagt, im Widerspruch zu vielen Bibelstellen steht. Aber ja, du hast es schön gemacht. Ich habe das Video angeschaut. Ich fand das toll. Es ist wichtig, mit den Geschwistern, das hast du auch gemacht, die das anders sehen, taktvoll umzugehen. Ja? Und das hast du gemacht. Ich kann jeden verstehen, der die Vorentrückung bevorzugt. Und ich würde die auch bevorzugen. Ja? Rein menschlich würde ich die bevorzugen. Du hast gesagt, du hast einen jungen Sohn. Ja, du wünschst ihm auch nicht, da reinzukommen. Bin ich ganz, ganz einverstanden. Ich habe 4 Kinder. Das wünscht man niemandem und sich selber auch nicht. Ja? Gar keine Frage. Ich muss aber sagen, dass, und ich habe die Vorentrückung immer so gelernt, also seit ich gläubig geworden bin, ich bin dort in einer evangelikalen Gemeinde, in einer Brüdergemeinde auch gewesen, da wurde die Vorentrückung auch gepredigt. Und ich muss aber sagen, ich habe das von Anfang an
für mich mal gehört und einfach abgespeichert im Kopf. Ich habe da keine Meinung zu gehabt. Ja? Ich habe das einfach abgespeichert und gesagt, ich muss mich da erst einlesen und erst mit zu Hause werden. Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, muss ich sagen, habe ich mir dann auch die Bibelstellen angeschaut, die da zitiert werden, um die Vorentrückung zu argumentieren. Und ich muss sagen, bei näherem Hinschauen haben die sich alle in Luft aufgelöst. Das finde ich schade, ja, aber es ist halt einfach biblische Wahrheit, ja. Ich würde dazu auch noch gerne sagen, die Hauptaufgabe der Leibesgemeinde Jesu ist, fürs Evangelium zu leiden. Das ist die Hauptaufgabe des Leibes Christi in der Welt, fürs Evangelium. Nicht für Steuerhinterziehung, nicht für andere Dummheiten, sondern für das Wort Gottes zu leiden. Das ist die vornehmste Aufgabe des Leibes. Denn die Diener sind nicht über ihren Herrn, sagt Jesus. Ja? Und ich glaube, dass jemand, der im Glauben Jesus gefunden hat und seine Schuld vergeben bekommen hat, diesen Herrn so lieb hat, dass es ihm erstmal nicht so sehr wichtig ist, was bei Leibesleben passiert, sondern dass er da auch ein Ja zu findet. Und das sollte vielleicht die westliche Christenheit nochmal überdenken, ob sie dieses Ja zum Leiden hat. Meine Frau und ich, wir sind öfters im Osten gewesen, in Kasachstan, in Moldawien, in Rumänien, in der Slowakei. Und die Christenheit im Osten, die jahrzehntelang den Kommunismus ausgehalten hat, wenn man denen etwas von Vorentrückung erzählt, Entschuldigung, dann lachen die uns aus. Die nehmen uns als Christen dann nicht mehr ernst. Die erzählen nämlich mal, was passiert ist dort, den Gemeinden Jesu. Das kann man hier kaum in Worte fassen. Natürlich ist das nicht die große Trübsal, verstehe ich auch. Aber ich bin einig mit dir, die Bibelstellen, die ich gelesen habe, 2. Thessalonicher und so weiter. Ich habe die auch in meinen Videos im Einzelnen auch behandelt. Die Lehre von dieser Entrückung vor der Trübsal sehe ich leider nicht. Ich könnte mir aber auch vorstellen, wenn ich das noch zum Schluss ergänzen darf, wir leben in so einer gefährlichen Zeit im Moment, was uns vielleicht überhaupt nicht bewusst ist, was sich im Osten Europas zusammenbraut. Ich sage das auch ganz offen, ja, weil du offen fragst, gebe ich auch eine ganz offene Antwort. Ich habe das eben schon kurz gesagt im Vorspann. Ich könnte mir vorstellen, dass zum zweiten Kommen Jesu Europa so aussieht, wie es beim ersten Kommen Jesu ausgesehen hat. Und zwar viel Wald und wenig Menschen. Das ist hart, was ich sage, ich weiß das. Es kann sein, dass unser Problem gar nicht so sehr ist, ob die Gemeinde vor oder nach entrückt wird, sondern dass wir ganz andere Zeiten hier noch erleben. Das wünsche ich auch niemand. Ja? Ich will auch keine Panik machen, aber man muss realistisch sein. Und wenn ihr euch die Presse anschaut, macht mir das mehr Angst, als wenn ich die Offenbarung lese. Das muss ich sagen. Ja? Und trotzdem sagt Jesus auch, fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden. Das sagt Jesus auch. Und er hat die Gemeinde immer da durchgeführt. Aber nochmal, die vornehmste Aufgabe der Leibesgemeinde Jesu ist, für das Evangelium zu leiden. Das ist so. Und das haben die Geschwister im Osten, die Russlanddeutschen, die kennen das noch. Die kennen das noch. Ja, an der Stelle nur ganz kurz, ich möchte es für alle nochmal sagen. Also, Bruder, du hast gerade gesagt, dass, oder dich als Endzeit-Pessimisten bezeichnet. Leider habe ich das Gefühl, dass ja, jeder, der an die Vorentrückung glaubt und dann quasi hört, oder der hört dann einfach, dass es das vielleicht nicht gibt oder dass Christen da nicht dran glauben. Die Menschen werden da sehr schnell emotional und sind komplett entsetzt. Ja. Dadurch, dass es auch heute so, wie gesagt, überall gelehrt wird, ist es schon ein Dogma geworden. Die Leute hören das von ihren Predigern, die sie schätzen, oder überall hört man es einfach und man nimmt es so an. Aber was bitte du verstehen musst, ist einfach, dass es kein Dogma ist. Bitte prüfe das und schau dir vor allem auch die Argumente der Gegenseite an, beziehungsweise ja, die Videos von Bruder Achim dazu, meine Debatte, da sind alle die besten Argumente von beiden Seiten. Aber nochmal, ich möchte es nochmal einfach sagen, das ist eine neue Lehre und sie ist kein Dogma, sie war nie ein Dogma und wird auch nie eins sein. Also das ist ganz wichtig, dass auch so emotionales Thema ist, man sich da nicht spaltet unter Christen, man ist kein Falschlehrer oder keiner ist in irgendeinem Topf drin, weil der jetzt nicht an die Vorentrückung glaubt, ganz im Gegenteil. Und wir sind auch keine Endzeit-Pessimisten, sondern wir, so wie du auch, lieben die Bibel und wir wollen schauen, was ist die Wahrheit. Und egal, ob mir das gefällt oder nicht, ob das jetzt dann für mich schlimm ist, wo man im Bauch so ein gewisses komisch flaues Gefühl hat, wenn man das liest, ja, oder auch zum Beispiel mit dem Leiden, dass, wie der Bruder gesagt hat, dass die Aufgabe der Gemeinde ist, zu leiden für Jesus. Wann hört man sowas? So gut wie nie. Aber es steht in der Bibel so drinnen.
Ich möchte deinen Vers vorlesen, 1. Petrus 2, Vers 21. Es steht Wort für Wort so drinnen. Und zwar, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Also Jesus ist in seinem Leiden für uns ein Vorbild und wir sollen seinen Fußstapfen nachfolgen. Die ganzen ersten Christen, von den ganzen Aposteln wurden 10 alle getötet für ihren Glauben. Alle. Johannes hat es überlebt, beziehungsweise ihn hat es nicht erwischt und Judas, wir wissen, was passiert ist. Auch von den ganzen ersten Christen. Tausende von den Christen wurden verfolgt und hingerichtet für ihren Glauben, im Kolosseum und so weiter. Ja, es ist absolut hart, absolut schwer. Und glaub mir, auch mir geht es damit. Es ist, ja, es ist nicht einfach, auf jeden Fall. Aber ich glaube einfach, dass wir da wirklich härter werden müssen. Und ja, einfach ja, an Jesus denken. Ja, und wir dürfen auch mutiger werden, glaube ich auch. Ich bin ganz, ganz bei dir, ja. Nochmal, ich finde es gut, auch dass du es ansprichst, weil es wirklich sehr schnell emotional wird, das Thema. Das sollte es nicht sein. Ich bin auch bei dir. Also Irrlehre ist, wenn jemand von Jesus wegführt, ja. Nicht, wenn er eine andere Endzeitvorstellung hat. Ich kenne auch Brüder, wenn ich das, ich rede ganz offen, ja. Ich mache da auch keine Vorbehalte. Ich kenne Brüder, auch verantwortliche Brüder, die sind heimliche Nachentrücker. Darf ich das so verkürzt sagen? Die würden das nie öffentlich zugeben. Ich rede ganz offen mit euch. Ja, ich halte auch nichts zurück. Und ich kenne da einige von. Die sagen, ich bin zwar in einer Gemeinde, wo die Vorentrückung gelehrt wird, aber ich kann mir vorstellen, dass die Entrückung zumindest in der Mitte ist. Das habe ich gehört. Und ich habe auch gehört von jemandem, der gesagt hat, ich glaube, dass die Entrückung nach der Trübsal ist. Aber ich bin hier in der Gemeinde und ich kann das kaum sagen. Also das ist Fakt, ja, dass es solche Leute gibt. Und nochmal, wir sind geeint darin, dass wir an Jesus Christus glauben. Und ich bin ganz einig mit dir. Vielleicht sollte die Christenheit einfach auch nochmal neu mehr Mut auch einfach zeigen. Und Leidensbereitschaft, fröhliche, nicht niedergeschlagene, ja. Wir haben einen guten Herrn und der Herr kommt. Wir sehen das allenthalben, ja, die Zeit rückt ja vor. Und einig zu sein und vielleicht auch bei unterschiedlicher Erkenntnis trotzdem zusammenzustehen fürs Evangelium, das ist eine gute Sache. Ja. Das ist auch brüderlich. Ja. Und das hat es ja damals auch gegeben. Und Paulus sagt den Thessalonichern auch, dass sie Trübsale haben würden, wenn sie glauben würden, zum Glauben kommen an Jesus. Er sagt, da haben wir euch vorher gesagt. Also der war sehr, 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 sehr nüchtern da in der Hinsicht. Ja. Und wie gesagt, wir haben Christen im Osten gesehen, in Kasachstan, was die uns erzählt haben, da waren mutige Leute bei. Und auch die Frauen, ja. Wenn die Männer verhaftet wurden und nach Sibirien abtransportiert wurden, dann haben die Frauen dort die Gemeinden geführt. Und das dürfen die, ja. Kopftuch aufgezogen, haben die gepredigt dort, Abendmahl gegeben. Das sind Geschwister, die ich sehr, sehr schätze, ja. Sehr, sehr mutig sind fürs Evangelium. Und das fehlt uns westlichen Christen, ja. Aber nochmal, ich verachte auch niemanden, der die Vorentrückung jetzt da verteidigt und daran glaubt. Ja. Für mich ist das ist keine Frage. Ich sehe aber schon, dass wir so ein Stück weit schon auch in der Ecke stehen, wenn wir sagen, die Entrückung ist spät. Ja. Aber ich kann da nicht, ich bin da auch gebunden ans Wort Gottes mit meinem Gewissen. Und ich kann es auch zeigen, wer mag, kann das gerne anschauen. Wer noch auffällt, 2. Thessalonicher 2, ja. Das muss man in Ruhe sich anschauen. Aber ich freue mich, dass wir so offen darüber sprechen können. Ja, ich denke, es ist wichtig, ja. Ja, wie gesagt, es ist leider heute so, dass man schief angesehen wird und die Leute richtig gekränkt sind fast schon, wenn man sagt, dass man nicht daran glaubt. Und ich möchte da vielleicht einfach, dass wir langsam das Thema beenden, Vorentrückung. Aber zum Schluss noch etwas mitgeben, und zwar, was sind die Konsequenzen, wenn es die Vorentrückung gibt und was sind die Konsequenzen, wenn es sie nicht gibt? Also ein Christ, der an die Vorentrückung glaubt, zu 100% und davon so überzeugt ist, der glaubt, dass er den Antichristen nie sehen wird, er glaubt, dass er das Malzeichen des Tieres nie sehen wird, er glaubt, dass er nichts Schwieriges mitmachen wird von dem, was noch kommt. Also er lebt quasi in dieser Welt. All das Ganze in Offenbarung interessiert mich nicht, weil da bin ich schon weg. Antichrist und so weiter. Gut. Der andere Christ, der sagt, nee, die Entrückung ist erst am Ende, wegen den und den und den Bibelstellen, der ist bereit für alles. Der ist bereit zu leiden, er ist bereit, durch schwere Zeiten durchzugehen, er ist bereit
für alles, ob das gut oder schlecht ist, ob der Herr einen komplett durchträgt und man komplett friedlich, schnell, ohne Schmerzen irgendwie vielleicht stirbt oder auch nicht, oder ob man alles überlebt und behütet da durchkommt, egal was kommt, man ist bereit. Wo ist jetzt der Unterschied, beziehungsweise wo gibt es einen größeren Schaden? Ich denke, dass man ganz klar sagen kann, und deshalb finde ich das Thema einfach nur wichtig, und man kann darüber nicht schweigen. So, so viele Christen glauben an die Vorentrückung und sind davon so, so überzeugt. Wenn es aber nicht so sein sollte, und aus unserer Sicht, und das können wir auch, wie gesagt, glasklar argumentieren anhand der Bibel, habe ich in meiner Debatte auch getan. Der Bruder hat es auch durch sehr viele Verse, und kann man alles ganz klar aufzeigen. Und was ist das Problem? Ja, verstehe ich auch. Ja. Vielleicht darf ich noch eins sagen, was vielleicht auch oft, oder was für mich ein interessanter Gedanke war. Also ich bin ganz, ganz deiner Meinung. Jesus sagt mal, Jesus zeichnet in der Endzeit und meiner Meinung nach für diese Trübsalsphase zwei verschiedene Arten von Welten auf. Und zwar eine ganz sorglose und eine ganz gefährliche. Ja? Denn er sagt einmal, ihr werdet hören von Krieg und von Not und von Kriegsgerüchten und von Seuchen und von Hungersnot und von Teuerung. Also sehr gefährliche, drangvolle Zeiten. Ja? Und auf der anderen Seite sagt er, es wird sein wie zu den Zeiten Noahs. Sie aßen, sie tranken, sie freiten, sie ließen sich freien. Ja? Das heißt, Jesus zeigt für die letzte Zeit zwei unterschiedliche Zeiten. Weil den Geschwistern, die dann diese Verkündigung von der Vorentrückung hören, denen wird diese Drangsalszeit immer in allerschlimmsten Farben ausgemalt. Aber Jesus selbst zeigt für die letzte Zeit zwei verschiedene Welten. Und ich will nicht ausschließen, bei allem, was ich eben über Europa gesagt habe, ich weiß ja, weil die Bibel sagt da nichts drüber, aber dass es in Europa vielleicht auch ein ganz entspanntes, ruhiges Leben gibt und plötzlich kommt Jesus wieder. Ja, sie aßen, sie tranken, sie freiten, sie ließen sich freien, bis die Sintflut kam und bis Noah in die Arche ging und sie kamen alle um. Das heißt, Jesus zeigt hier ein friedliches und entspanntes Leben neben, wo andere Regionen der Welt vielleicht gefährlich und kriegerisch sind. Ja? Nur mal, um das ein bisschen zu relativieren mit der Endzeit. Oder vielleicht noch, wenn ich was hinzufügen kann, weil das viele anbringen, eben diese beiden Stellen da mit dem am Aßen und Tranken. Es kann ja auch sein zum Beispiel, dass eben zu Beginn der letzten 7 Jahre mit den Siegeln, dem apokalyptischen Reiter, dem zweiten auf dem feuerroten Pferd, dass da, ja, ich sag mal so, riesengroßer Krieg und so weiter, aber dann beruhigt es sich wieder, dass ja, die Herrschaft des Antichristen etabliert sich und dass da in gewissen Bereichen dann auch quasi wieder Ruhe einkehrt, ja, weil ich, so könnte ich es mir einfach erklären. Ja, ja. Müsste man sich ein bisschen Zeit nehmen vielleicht haben wir die irgendwann nochmal. Wir sind jetzt natürlich im Husarenritt, sind wir jetzt hier, also mit der Wiedergeburt durchs Alte Testament und über Antichrist und Entrückung, also es waren ja schwere, schwere Themen. Ich freue mich drüber, dass wir die so behandeln können, ja, aber es war jetzt schnell, ja, viel. Auf jeden Fall. Ja, nochmal, ich würde sagen, zum Schluss an alle nochmal, ganz, ganz wichtig, ich habe es schon oft gesagt in vielen Videos, aber dieses Thema ist für uns nebensächlich und es sollte bitte auch für dich so sein. Also wenn du jemanden siehst, der nicht an die Vorentrückung glaubt, dann, es ist Sünde, es ist falsch, wenn du dann sagst, boah, der glaubt nicht daran, ich mag den nicht oder was weiß ich. Paulus hat es ganz klar gesagt, 1. Korinther, ist es, soweit ich weiß, dass wir eben nicht Parteiungen, Spaltungen, Streit, jeder, der sowas tut, der handelt nicht so, wie Gott es möchte. Nächstenliebe, und dieses Thema ist nicht heilsnotwendig, die Vorentrückung. Das Thema ist absolut nicht heilsnotwendig. Der Glaube an Jesus Christus und das Evangelium ist heilsnotwendig. Und ob du jetzt dann daran glaubst, an die Vorentrückung oder nicht, auch ich habe schon so oft gesagt, glaube an die Vorentrückung. Okay, jeder ist zu seiner Meinung gewiss und so weiter, ja, aber mach nicht, sieh nicht irgendwie mich komisch an oder bezeichne jemanden, der nicht dran glaubt, wie mich oder den Achim einfach als Falschlehrer und wie kann er nur, und distanziere dich nicht von uns. Wir haben dir nichts angetan, wir werden dir auch nichts antun. Wir haben da einfach nur eine andere Sicht drauf, eine andere Meinung. Gut begründet. Und wenn du sagst, nee, ich will mich damit nicht beschäftigen, ich glaube an die Vorentrückung, weil das ist einfach so und ich will da nichts anderes sehen, und dann okay, alles gut. Wir lieben dich und wir sind Geschwister im Herrn Jesus Christus.
Bitte lass dieses Thema dann nicht zur Spaltung führen. Ja, ist wichtig, ja. Dankeschön, ja. Gut, ja, genau. Ich würde sagen, wir sind schon lange dabei. Machen wir mal vielleicht für die erste Sendung oder einen Punkt. Hast du noch etwas, was dir im Herzen liegt? Also nur ein Vers aus Psalm 133, ja. Siehe, wie fein und lieblich ist, dass Brüder einträchtig beieinander wohnen. Das ist wie das Öl, das in den Bart Aarons läuft. Gottes Geist, ja. Also ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns kennengelernt haben, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, dass ich hier sein durfte. Und wünsche dir auch Gottes Segen und vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, nochmal Fortsetzung zu machen. Also immer, immer gerne, ja. Ebenso, bei mir auch, ja. Wir können ja schauen, was die Leute in den Kommentaren schreiben. Ja. Ja. Wünsche und Themen und so weiter. Es war ja auch beim letzten Mal so, dass da auch die Zuseher da ein bisschen mitgewirkt haben und das können wir ja gerne so machen, dass das, was am meisten gewünscht wird, welches Thema halt von mir aus auf jeden Fall, können wir gerne auch mal machen. Gerne, ja. Ich würde mich freuen. Danke für deine Arbeit, für deine Videos. Das habe ich schon gesagt, aber ihr müsst nur auf den Namen tippen, im Titel vom Bruder, dann kommt ihr auf den Kanal und ich denke, wir werden da uns verlinken und so weiter. Wiedergeburt Jerusalems, ich werde es noch fertig anhören. Ich habe bis jetzt 8 oder 9 Videos geschafft, aber ich werde noch weiterhören. Falls ich dann irgendwie einen Punkt finde, wo ich sage, okay, nee, verstehe ich nicht ganz oder sehe ich nicht so ganz so, dann werde ich dir schreiben. Aber bis jetzt, für mich ist es ja auch Neuland und neu diese Auslegung oder überhaupt dieses Thema. Aber ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich sehe da oder merke da nichts, wo ich sagen würde, hey, das sehe ich nicht so, das kann so nicht sein. Wie gesagt, die Stelle kurz, die mich ein bisschen stutzig gemacht hat, war eben, wo wir das... Jesaja 66. Glaube ich, war es, genau. Ja. Aber eben, dann habe ich auch kurz drüber nachgedacht und hat es dann wieder perfekt, wunderbar Sinn ergeben. Also ja, man muss das in Ruhe durchdenken, ja. Das ist neu und man muss sich da auch Zeit lassen bei, ja. Auch Hiskia, ich will das jetzt nicht mehr alles auffangen, aber man könnte sich die Stelle nochmal anschauen, dann sieht man auch, warum Hiskia sagt, es ist keine Kraft da zu gebären. Ja, weil im Jahr 800 vor Christus Gottes Geist noch nicht ausgegossen war. Also wenn man jetzt mit dem Wissen, was man hat und es ein bisschen verarbeitet hat, nochmal zu Hiskia geht, findet man da plötzlich Dinge. Und das geht mir ständig so in der Bibel, in ganz, ganz vielen, Themen, ja, findet man das. Aber vielleicht haben wir nochmal Gelegenheit, in Ruhe drüber zu sprechen. Auf jeden Fall. Ja gut, dann würde ich sagen, danke an alle Zuseher. Für diejenigen, die jetzt noch dabei sind, Hut ab, dass du dir das alles angehört hast. Und in der heutigen Zeit ist das auf jeden Fall selten. Ja. Vor allem durch TikTok und YouTube Shorts sind die Aufmerksamkeitsspannen wahrscheinlich um ein Zehntel kürzer und kleiner als vorher schon. Und die waren vorher schon nicht lang. Aber es gibt viele, die bereit sind, sich so etwas lange auch anzuhören. Und das ist sehr gut und sehr wichtig. Und deshalb danke, wenn du jetzt noch zuhörst. Ich wünsche dir und wir wünschen dir gottesreichen Segen. Danke an den Achim für die Sendung und auch für deine Arbeit. Ja, an der Stelle von mir aus würde ich dann sagen, hören wir uns auf jeden Fall. Und wir können von mir aus auf jeden Fall gerne nochmal eine Sendung machen. Schreib gerne in die Kommentare, wenn du jetzt dann zuhörst, was du dir vielleicht wünschen würdest, welches Thema dir sehr am Herzen liegt. Und ja, dann übergebe ich noch vielleicht an dich für noch ein paar Schlussworte. Ja, ich danke dir auch, wie gesagt, dafür, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, dass man so zusammen schließen hier und austauschen können. Ich wünsche dir auch Gottes Segen für deine Arbeit, für deine Familie. Auch vielen Dank für die vielen, vielen Videos, die du auch gemacht hast. Ich finde es toll. Wie du YouTube da verwendest. Auch die Modemarke, die Idee finde ich sehr, sehr gut. Wünsche ich dir auch viel Erfolg und Gottes Segen. Ja, du hast, glaube ich, eine eigene Modemarke, bist du bald zu entwickeln und verkaufst da die T-Shirts, um dich da ein bisschen zu finanzieren und dadurch, glaube ich, auch ein bisschen finanziell unabhängiger zu werden, mehr Zeit zu haben auch für die Themen. Da wünsche ich dir auch Gottes Segen für. Also für alle Zuschauer auch auf meinem Kanal, geht da mal drauf. Das sind interessante Sachen. Gute Qualität, glaube ich, und auch schöne Layouts, die du da auf den Shirts hast. Also Gottes Segen dir. Und alles Gute. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht mal wieder sehen für den Austausch. Und auch vielen Dank an die Zuschauer, dass ihr so lange ausgehalten habt. Das ist was Besonderes. Auf jeden Fall, ja. Schön. Dann danke dir, Bruder. Danke dir. Gottes Segen an alle. Gottes Segen und Gottes Behütung. Frieden und Gnade und vor allem Ruhe ins Herz in diesen Zeiten.
und dass euch die Ängste und Sorgen genommen werden. Wir können Zuversicht haben im Herrn Jesus Christus. Viel Mut, viel Kraft und bis bald, so der möchte. Ja, bis bald. Ciao.